So, ich zeige euch jetzt, wie ihr diese hübsche Schleife häkeln könnt. Es ist ja bald Weihnachten, Weihnachtsfeiern und so weiter. Und da braucht man neuen Schmuck und das ist eben halt ganz einfach. Ihr braucht hier zwei verschiedene Silbergarne. Ich habe hier ein Metallic-Garn von Anchor und dann noch ein Häkelgarn in Silber. Es gibt es auch in Gold. Wir häkeln diese Schleife zweifädrig, also zwei Fäden. Und dann fangt ihr an und nehmt als erstes 24 Luftmaschen auf. Also wir häkeln 24 Luftmaschen. Häkelnadel ist übrigens Nummer 2. Ihr könnt auch 1,75 nehmen, wenn ihr da besser klarkommt. Umso feiner ist die Schleife dann. 24 Luftmaschen und eine zusätzliche Luftmasche als Wendeluftmasche. Und nun häkeln wir feste Maschen zurück die ganze Luftmaschenkette entlang. Also in die zweite Masche ab der Nadel die erste feste Masche und so weiter. Die erste Reihe ist fertig. Jetzt kommt wieder eine Wendeluftmasche und nun häkeln wir noch 6 weitere Reihen und dann sind wir fertig. Immer mit einer Wendeluftmasche und in jede Masche eine feste Masche. So, 7 Reihen sind fertig und wir werden jetzt. Ihr könnt die Enden auch zusammennähen, das geht auch. So, fertig. Jetzt wird sie so umwickelt. Und zwar sieht das. Dann braucht ihr noch eine silberne Kette. Wenn ihr eine goldene Schleife macht, braucht ihr eine goldene Kette.
Und dann könnt ihr das hier auf der Rückseite mit der Häkelnadel durchziehen. Und dann habt ihr einen fertigen Anhänger.